warte mal, warte mal. Ich glaub, wir rennen. Sehen dir die Filmsequenz so gerade? Ja. So, jetzt kurz zu der Fahrer, was wir jetzt vom Monster haben. Achso, die müssen wir aber leider zuerst stehen. Wir können denn mit R können das Fähnchen am Boden platzieren, gell? Ob das schon dort waren? Okay. In dem Grün. Unsere Quests sind da. Also mit R? Mit R, ja. 5 Stück kannst du platzieren. Okay. Okay, da ist ein Typ, wo in der Hocke ist. Auf dem Hebel da oben. Und wenn du den Hebel betätigst, den geht er nur kurz auf und dann wieder runter. Da ist ein Typ in der Hocke. So. Da ist immer nur die kaputte Tür. Ist da vorne irgendwas passiert da? Was? Halt die kaputte Tür da. Schauen wir auf den Typ, wo in der Hocke ist. Eine Statue im Anschluss oder irgend sowas. Warte. Da ist wieder so ein Hebel und da ist so. Was ist das? Tschüss. Tisch. Hä? Wir haben jetzt schon 41 von der Ruinen kartiert. Wie haben wir das jetzt gemacht? Oh fuck! Da ist wieder ein Code. Da an der Tür. Von mir dahinter, wo. Oder jetzt alle weg sind. Nein, ist es nicht. Hast du den Code fahrt nur durch Zufall gelöst, Fabio, oder wie? Nein, das war nicht falsch. Falsch. Ja, aber es war falsch, oder? Dann fährt es automatisch zu und dann ist das Tor versiegelt. So. Er? Aber wir müssen. Ah, ja, okay. Wir müssen eine Ritualkammer finden. Ich hab gerade irgendeinen Krug gefunden, von dem haben wir, glaub ich, 4 Haare. Hat irgendjemand ein Fotoapparat dabei? Ja. Weil wir müssen, wenn der L drucken, fotografieren sie das innere Grab. Ja, das müssen wir zuerst finden, aber da müssen wir die Tür aufmachen, oder? Wo hast denn du das gefunden, das mit dem Code? Ja, das ist in der Rohrner Kammer, wo die 4 Mumien waren. Ah, okay. Wo die Sarkophage so aufgestellt waren, wo die 4 Mumien drin gestanden sind. Da genau, da ist der Code schon. Da wo der mit der Fackel ist. Da. Und da ist so ein Hebel, gell, mit... Ja. Da gegenüber, da der andere schon. Ja, der ist am da Anfang schon so ein Hebel. Da steht dort oben das innere Grab. Da müssen wir rein und dort müssen wir ein Foto machen. Ja. Genau. Aber wir lesen den Zettel mal durch bei dem Dings da. Hier bei Kamera dabei. Also wir müssen zuerst rausfinden auf L, auf Forschung. Ah, der bewegt was sich da gerade. Was für einer das ist? Die Statue bewegt sich gerade. Oh Gott, Mumien. Da sind noch ein paar. Aber. Da ist... Also auf L und Forschung müssen wir rausfinden, was für einer das ist. Da stand überall die Eigenschaften dabei von den verschiedenen Feinden. Und den müssen wir da auswählen an der Tafel und dann noch. Da ist er, da ist er. Da ist gerade so ein Geist rumgeschwebt. Aber wie finden wir raus, was das für ein Geist ist?
Ja, es steht ja bei L dabei. Ja. Belebt Leichen wieder zum Beispiel. Ja, aber wir wissen ja, aber wir wissen ja nicht, mit welchem wir es jetzt zum Tun haben. Ja, und den ja. Beweis kann man dann abhökeln. Ja, aber dann müssen wir jetzt herausfinden, ob er radioaktiv ist, zum Beispiel mit den Messgeräte. Ja, dann müssen wir die alle holen. Ob er Erdbeben auslöst mit dem Erden, mit dem Seismograph da. Mit dem EMF, die magnetische Verzerrung. Löscht das irgendwas? Ich habe leider Kosten für deine Geräte dabei, ich möchte gerne ausholen. Ja, dann müssen wir die Geräte jetzt holen. Oh Gott! Boah, jetzt ist er gerade mit 200 km/h mir vorbeigeschränzt. Wo geht's denn los? Ich nehm jetzt einmal den Geigerzähler mit. Ich hab, glaub, einen Geigerzähler dabei. Okay. Ja, den hab ich dabei. Der Lani hinten los. Für was ist der Sender gut? Ich glaub, den kannst du irgendwo platzieren, zum man wieder finden oder so. Weil ich check noch nicht ganz. Du kannst mit dem reden. Achso, weil ich check noch nicht ganz, was das Tablet bringt. Da liegt noch ein Zettel. Super, Parklabe, glaub. Nein! Bitte. Ja, die Lots fallen, wenn du was aufnimmst. Hat gesagt, ich find eine Russe. Was irgendwann noch was da rausgeht? Oder haben wir uns eingesperrt? Oh Gott, so ist es, ja. Ich bin falsch gelaufen. Der Geigerzähler hat nichts gesehen, ich weiß nicht. Verkackte Tablet bringt mal los, aber nichts, oder? Außer, dass ich Bild im Bild hab. So, warte mal jetzt. Was haben hier noch dabei? Ich hab jetzt auch so einen Zettel, hab ich jetzt nochmal abgegeben. Was der Kompass bringt, warte mal, wenn wir da jetzt auf L gehen. Also Schritte hat da glaube ich keine, gell? Der schwebt nämlich. Vokale Antwort, Zittern, Reanimation. Wenn Taschenlampen flackern, das ist auch ein Zeichen. Flammen ausgehen. Ich glaube, Taschenlampe hat vorhin geflackert. Oh. Oh! Was ist, wie ist das jetzt gegangen? Keine Ahnung, die bewegen sich einfach ab und zu. Also mit dem Seismometer finde ich immer noch nichts auf sie. Der Geigerzähler. Ich weiß nicht, was für ein Wert der auch sagen muss. Ja, jetzt sagt er mal was an. 3,6 mm oder so da zeigt. Er ist nämlich gerade auf die Zug gerannt, Fabi. Das Seismometer, oder wie? Ja. Ja, da war ich schon auf 5 wieder mal. Ah, ist es die Radioaktivität vielleicht? Nein, das ist Seismometer. Das ist der Seismometer. Seismometer ist eigentlich zum Erdbeeren. Wenn ich jetzt auf die Pfütze da aufleuchte, dann habe ich 3 mm, 4 mm. Sowas. 4,1. Bei mir sagt es 5,1. Spitze. Ja. Es muss über 10 anzeigen.
Aber Radioaktivität sagt's gar nichts an. Also ich glaub, was misst ist Radioaktivität im Geigerzähler? Ja. Jetzt kann man dafür Fragen stellen. Was ist nicht? Schreib in das Buch. Ich kann was zeichnen. Bist du böse? Aber schon mal da oben ist ein Augensymbol über der Tür, das muss doch auch irgendwas was sein. Dass wir unsere Augen nach der Tür aufheben sollen. Hm. Gegenstände wie Töpfe, Vasen oder andere Gegenstände werden zerstört, das haben wir mal nicht, oder? Bist du böse? Wie alt bist du? Ah! Mit dem Tablet kann man irgendwie Kratzer oder so aufspüren. Muss ich da irgendeine Taste drücken, damit das funktioniert? Was? Was funktioniert? Ja, das Funkgerät. Licht, ja, linke Maustaste. So. Linke Maustaste musst du auch ab und zu drücken zum Sehschalter, glaube ich. Anke, ja, zum Sehschalter. Ja, du, es ist Push-to-Talk vorgestellt, hast. Aussieht, dass du den Audiogerät nicht eingestellt hast, das Richtige. Ein Pulsschuss bei der Klenthöhe. Moment, da schlagt mal 0. Ja, es gab bei mir mal immer 4 oder 5. Hallo? Oder? Why are you here? Why are you here? Ja, bei mir scheint das nicht zu funktionieren mit dem Sprachtest. Können wir die zwei Hebel mal gleichzeitig betätigen, vielleicht? Hallo? Warte, bleibst du mal bei dem? Warte mal, ich möchte mal schnell gelogen gehen, ich möchte einen Kompass holen gehen, weil wenn sich der wie verrückt umeinander dreht, dann haben wir das wegen der elektromagnetischen Felder. Also, der Hebel, 3, 2, 1. Da geht auf. Ja, bei mir auch. Und super, nichts passiert. Geht er wieder ab. Muss man die vier Hebel von vier verschiedenen Stellen vielleicht? Ja, maybe. Kann ich mir nicht vorstellen, dann kannst du das Spiel nur zu viert spielen. Ja, es oh, ey, da ist ja einer. War das? Fackel mal die Mumie da ab, hat einer von euch eine Fackel? Könnt ihr die abfackeln? Kann man nicht abfackeln. Na, weil ich das Sarkophag aufgemacht habe, weißt du? Achso, das war wieder cool. Oh Gott. Oh, er hat Fackel ausblasen. Also er hat Fackel ausblasen? Ja. Hallo? Ist hallo? Das fuck, fuck, er kommt auf mich zu. Fackeln und andere Feuerquellen blasen plötzlich von einem starken Wind aus. Das könnt ihr auch hocken. Das vierte Symbol. Hallo? Hallo? Barbie Gods, dann höre ich. Schreib in das Buch. How old are you? What? Ein Geigerzähler nimmt die radioaktive Signatur auf, die von bla 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 oder Ektoplasma ermittelt wird. Aber jetzt hat das Ektoplasma da nicht geschmiert, aber es hat ihn nicht ausgeschlagen. Wo bist du? Jawohl, wenn ich das Gerät einschalte und dann Leertaste druck, wird man links da das Mikrofonsymbol. Hallo! Also ich glaube, du musst vielleicht auf Englisch reden. Ja, aber, es schlagt aus, je nachdem wie du redest. Okay. How old are you? Wo haben wir eigentlich einen Metalldetektor?
Dann kann man, muss man erst kaufen. So. Wie hätte man der Tutorial gespielt, dann hätte man genug Gold. Halt die Klappe mit dem Tutorial. Also Schritte hat man nicht, magnetische Verzerrung. Okay, dann muss ich noch mit dem Magnetik schauen. No. Hätten wir das Tutorial spielen müssen? Jetzt hat er mit Ja gegangen. Jetzt hat er mit Ja gegangen. Aber Ding hat jetzt nicht geflackert, Taschenlampe. Ja, dann müssen wir es nicht anhocken. Ich warte noch, bis mein Kompass mal ein bisschen durchdreht. Gegenstände wie Töpfe, was und andere Gegenstände werden zerstört. Aber müsst es dann automatisch aussuchen, welcher Geist es ist, wenn wir da genug Hinweise eingehauen oder wir. Keine Ahnung. Ich hab vielleicht Tutorial gespielt. Ach so, man kann. Vorher hat man noch 5 auswählen können. Jetzt sind es nur noch 4, weil wir schon das mit der Loschen am Flamme eingehauen haben. Es werden immer weniger Auswahlmöglichkeiten, je mehr wir eingeben. Hey, ich kann immer noch alle auswählen. 4 Stück kann ich nur auswählen, weil ich das mit der Loschen am Flamme eingehauen habe. Aber ja, aber ich kann immer noch alle eingeben. Ja, was heißt alle? Alle 12? Nein, bei Beweise rechts daneben kannst du ja auswählen. Ja, das mache ich ja. Ja, das ist bei mir genau 4. Ich hab schon gedacht, dass es bei dir schon eingeschränkt ist. Ah, da kannst du alle auswählen. Wir machen da irgendwas falsch, bei mir sind es 4. Was hast du als Akkrützel? Nur erloschene Flammen. Ja, das hab ich auch den. 2, 3, 4. Ja, aber wir sind es auch nur 4. Ja, aber. Ich hab da was falsch gemacht. Ne. Du hast erloschene Flammen anklicken. Hab nie gemacht. Und dann kannst du rechts mit deiner Pfeiltaste auf und ab. Ja. Nur noch 4. Ja, ja, klar, ja. Ja. Ah, das war's, okay. Nein, ich denke, das geht um die Flammen. Haben wir schon irgendwo welche Kratzer gefunden? Ah, da musst du mit dem Tablet schauen. Die Mumien, die da die ganze Zeit attackieren, könnte es nicht das Reanimation sein? Nee, dann würden die da nämlich. Doch schon, mumifizierte Leichen erwachen zum Leben entweder kurz oder lang genug, um durch die Hallen zu streifen. Okay. Passiert die ganze Zeit. Jetzt sind es nur noch 3 bei mir. Ja. Ich laufe jetzt mal mit dem Tablet ein bisschen um. Aber bin ich vorher da, ich schon, aber Kratzer habe ich keine gefunden. Was sind nicht wie die ausschauen sollten. Aber da ist gestanden bei Sarkophagen oder irgendwie so. Gold haben wir auch noch keins gefunden. Schatz haben wir auch noch keinen gefunden. Und wie macht man Beweise, dass der Magi existiert? Ich hab Kratzer gefunden. Wo? Da. Aha, da. Schon. Oh fuck! Bei der war auch eine Mumie da in dem Sarg drinnen. Okay. Da sind oben Kratzer, die haben blau aufgeleuchtet. Wenn du mit dem Tablet reingehst und auf die Nachtsicht umschaltest. Okay, ist das bei einem Grableb? Ja. Weil es steht, der Deckel eines Sarkophags bewegt sich von selbst, wobei Kratzer im Inneren mit dem Tablet gefunden werden müssen. Ja, dann ist der Ratus. Ja, genau. Ja, okay. Was bringt uns das jetzt? Ratus, dammit. Wir können jetzt, glaube ich, die Tür aufmachen, ne? Wo ist die Tür? Ratus ist das mit dem Ding. Ist? Kannst du es bestätigen? Ich hab den Knopf gedrückt. Jawohl. Ja, schön. Ah, ja. Okay. Gold! Foto machen, Leb. Irgendwann, wo Kamera dabei hat, Foto machen, bitte. Ich hab Kamera dabei. Ja, dann mach ein Foto. Ich muss jetzt im Moment, ich muss ja schon mal da. Hey! Migold! Ich muss sowieso alle.
Da ist nochmal ein Hebel. Hast du eine Kamera dabei? Ja, von was muss ich jetzt Foto machen? Von der Grabkammer. Da sind nochmal zwei Hebel, jetzt können wir nochmal... Warte mal. Was ist das mit dem Staub da hin? Insgesamt. Was denn? Aber schon mal, das Ding, was dir da in der Hand hat, ist das Relikt, wo wir brauchen. Oder halt, das schaut mal genauso aus, wie das. Oh. Aha. Oh, das ist nicht gut. Das brauchen wir. Gut, jetzt das kannst du das Auto bringen. Oh, warte mal, warte mal. Ich glaub, wir rennen. Sehen dir die Filmsequenz so gut? Ja. Alter Stranger Things. Ja. Ne, da wollte man eigentlich gerade rausrennen. Jetzt warte nochmal, rennen nicht gleich alle weg. Würde aber gern. Ich würde aber. Fotografieren ja. Sie das innere Grab? Hat niemand einen Fotoapparat jetzt dabei? Wohl, aber wo? Ich weiß es nicht, mach einfach ein paar Schnappschüsse. Ja, da ist ein Mummi, da ist ein Mummi. Ja, Fackeln ab mit der Fackel. So bloß zwei an der Fackel da. Hä? der tut uns glaube ich nichts, ne? Aber warte, bis wir raus sind. Ja, jetzt warte nochmal. Kommt nicht gleich raus, lassen wir mal durch, solange wir jetzt noch da sind. Bestätigen Sie frühere Erkundungen, steigen Sie tiefer in das Grab hinab, Zugang zur Haftkammer, entdecken Sie die versteckte Schatzkammer. Oje. Aber was heißt jetzt Beweise, dass der Magi existiert? Wie machen wir das? Kannst du ein Foto von ihm machen? Ja. Ja, das könnt ihr ein Foto von dem Jobwander machen. Ja, was? Ja, passt. Passt, das war der Beweis. Oh je, er kommt. That's what she said. Aber da ist dann gestanden, er findet den blauen Hebel, um zu entkommen. Das sind aber nur rote da. Ja, aber wir müssen jetzt das Relikt zuerst mal zum Ding bringen, zum Jeep. Bring mir das zum Auto zu. Ja, ein Ding. Da ist ein blauer Hebel. Ein Druckkern. Der Eingang ist geöffnet. Achso, der Haupteingang, ja. Ah, da! Der ist schon geöffnet, aber ja, bring das Relikt. Ja. Warte noch. Bring ihm das Ding zuerst. Du Relikt auf, ich warte da. Auf der Goldin. Okay, nein, jetzt knurrt da unten, ich komme zuerst auf. Ihr lasst mich hallo. Ja, was recht? Ihr rennt da immer alle so gleich los. Na komm. Ich komm nicht raus, so. Ah, zum Jeep musst du es bringen, Fabi. Zum Jeep. Okay, das haben wir jetzt so. Ah, jetzt könnte man mit dem Jeep gehen. Machen wir aber nicht. Ich möchte zuerst wissen, was da passiert in dem unteren Stock. Ja, ich habe mir jetzt auch noch eine Kamera geholt. Scheiße, wir haben nur noch zwei Fotos übrig. Wir müssen das innere Grab fotografieren noch. Er hat mich! Idiot. Das ist schon richtig aggressiv. Warte mal. Man kann ja nachlesen, was er nicht mag, weißt du? Ja, Feuer sowieso ist nur. Welcher war jetzt das? Der Rathaustag, ja? Angst vor Feuer, halte Abstand, ja. Super, und ich hab keine Fackel mehr. Also wir müssen da immer mit der Fackel loslaufen bei dem. Jetzt kommt er wieder auf mich zu. Ja, wenn keine Fackel hast, besteht. So, Kobi. Weißt du, was ich da machen muss? Aber ich komm da nicht vorbei. Ja, jetzt hab ich eine Fackel fallen lassen. Warte mal, Simon, bitte kurz. Okay, jetzt. Warte, wieso soll ich die ganze Zeit warten? Ja, ich hab noch kurz eine Fackel aufnehmen wollen. Ah, fahr jetzt da. Okay, was haben wir jetzt abgeschlossen?
Ja, da kommen immer noch mehr Quests dazu. Löse das Rätsel, fotografieren Sie das innere Grab. Oh Gott, da ist irgendein Rätsel. Mit irgendeiner Köpf. Da liegt schon mal ein Toter. Ja, der Köpf kannst du interagieren. Das ist freie. Ja, da ist Anleitung, da sind irgendwelche Zettel, aber da musst du wieder jeden Zettel einzeln in die Hand nehmen, glaub. Jetzt siehst du es nicht mal. Ich bin wieder da. Ja, Simon und ich sind da bei irgendeinem Rätsel. Aha, ich muss noch der Himmelsrichtung in Richtung. Na, also wo man kommt. In die gleiche Richtung, oder wie? Ja. Und welches ist die richtige Richtung? Ist einer dabei, wo sich nicht drehen erlaubt, vielleicht, oder wie? HP? Müssen wir nach Norden, aber fragen wir nicht, was ein HP ist. An Duamutev. Nach East. Ah, die, wo menschlich ist, nach Süden. Ja, hat jemand einen Kompass? Ne. Ah. Das müssen wir wissen, wer da was ist. Af. Der Mensch ist klar. Hier ist die Katze. Das Sphinx oder so, ne? Ist jemand den Kompass holen gegangen? Ich bin unterwegs. Weg. Bist du stoff, Fabi? Ich bin auch noch ein bisschen. Die Seite gesucht. Runter, aber die bringen. Hast du den Kompass dabei? Ah. Ja, genau. Da geht kurz die Fackel aus und danach hat er die sofort. Da unten ist nochmal ein Tisch mit Items. Da waren 5 Seiten zuerst da. Ich bin da bei einer riesigen blauen leuchtenden Kugel da, gell? Ist das ja, ich kann immer wieder belebt werden. Muss ich das vor. Nein, du hast das Blaue. Du hast das Rote. Ich stand da gerade bei dem blauen Tor, glaube ich, oder ich check's irgendwie nicht. Da ist einfach eine glühende blaue Sphäre da. Na, kann jemand den Kompass bringen? Ja. Oh, ey! Er kommt. Wo sind der? Ich bin noch. Bist du das? Ich bin ja, noch ein, zwei ja, Stück ein bisschen tiefer gegangen in die Gruft. Du hast ja selber einen Kompass. Ich hab keinen Kompass. Doch, sieht man seitlich. Ah doch, ich hab einen Kompass. Mann, ey. Also. Wir müssen. Ja. Ja. Ich will wissen, was da los ist. Also der, wo ausschaut wie ein Mensch nach Süden drehe. Drei Köpfe, so schon wie Menschen. Ah nein, zwei. Da gibt's mehrere. Der ganze Raum ist voll. Hier müssen wir alle nach Süden. Okay, haben wir gemacht. Lebt, ja. Wo bist du? Aber da sind ja mehrere Köpfe. Ich Achso, nein. Wo ist ich bin eine Mumie, die jetzt euch kommt. Aber gute. Warte, komm mal, Leb. Hinter dir. Ja. Komm mal mit, bitte. Hast du was gefunden? Ja, aber ich check nicht ganz, was ich da machen können. Okay, Mensch ist auf Süden, ja? Und danach? Also, einfach immer weiter da. Ich weiß auch nicht, was ich tue. Du brennst, du bist in der Fackel gerannt. Der Falke. Na. Du bist in der Wandfackel gerannt. Fuck. Ah doch, der Falke okay, muss nach warten. Westen. Ja. Falke nach Westen. Also Abstand heben zu deiner Fackel lebt.
Ja, ja, und dann? Aber die... Ah ne, und was ist das? Also er rennt oben um, unter sind der Safe. Ja, ja. Ja. Ist dann nicht mit der Fackel da. Okay, Falke sind am Festen, ja. Ja, der Schakal noch ist. Posten, okay. Also ich gang jetzt da runter, wie wir, gell? Ja, warte, komm runter. Ja, aber das Ding schaut schon irgendwie wichtig aus, aber irgendwie check ich nicht, was man damit machen muss. Siehst du schon das Ding, oder? Ja. Aber man kann einfach durchlaufen. Was da? Der Schakal ist auf. Keine Ahnung. Da, guck mal, das ist der. Ja. Wie der Arzt? Ja. Du rennst einfach in die Fackellinie. Der Arzt nach Norden. Was mach ich mit der Sphäre da? Das darf ich jetzt nicht in Ruhe. Ja, ich glaube, das hätte man jetzt alles. Jetzt? Wie kann ich das betätigen? Wie kann ich die Sachen droppen? Ja, cool. Da schau dir selber nochmal. Also hast du keine Ahnung, oder? Doch, aber lies mal, ob ich es wirklich richtig. Also. Mach nicht damit. Falke auf Westen, ja. Aber wie kann ich euch helfen? Ich kann gar nicht interagieren. Du kannst uns nur winken und du siehst Schätze durch die Wand. Ja, durch die Wand sehe ich immer wieder Symbole. Aber komm uns nicht zu nahe, bitte, gell? Du gehst wieder in Flammen auf. Simon, hast du mal kurz? Was? Oder wer bist du? Der mit der Fackel. Ja, komm mal kurz mit. Nur kurz ein Stückchen. Stimmt eigentlich alles. Wow, da ist ja eine Mumie. Ja, das stimmt. Achso. Aber leb bitte nicht wieder gegen eine Fackel. Das Ding schaut irgendwie wichtig aus, aber ich komme irgendwie nicht dahinter, was man machen könnte. Mit. Alter, aua. Ja. Aber man kann einfach durchlaufen, aber es. Es muss doch irgendwas wichtig sein. Vielleicht ist das Portal von der Mumie. Mensch. Weil da hinten. Ja, jetzt hast du den Leib wieder abgefackelt. Der ist schon wieder gelaufen. Schon. Nein, ich bin schon. Und da ist aber so ein Tisch gewesen, wo ein paar Items waren. Ja, aber der ist irgend so ein Ritualgegenstand, aber. Ja, von denen brauchen wir, glaube ich, 4 irgend sowas habe ich gelernt. Das sind schon Baumerkläger, aber ich weiß nicht, was das mit dem da zu tun hat. Wir müssen auf jeden Fall alle 4 glaube ich, mitnehmen. Ja, theoretisch könnte man schon abhauen, oder? Wir haben ja das Relikt schon geholt, oder? Theoretisch könnte man gar ins Geld einsacken. Zack. Ruhe! Also die Fackel. Pass auf, dass er die nicht erwischt, oder liegt leb. Da kommt er wieder. Oh oh. Das da vorne bin ich. Oh, verpiss dich, geh weg von dem Eingang! Na! Ja, wieso rennst du genau vor dem Eingang? Ja. Du hast mich geschlagen mit der Fackel! Ja, das war nicht ich! Aber du rennst trotzdem genau vor dem Eingang, wieso bleibst du denn einfach stehen? Wo sind die jetzt hin? Offen gerannt. So, haben die das unten mit deinen Köpfen nicht gelöst, oder? Ah, scheiß drauf. Ciao, Baby! Wie kann man da wegfahren?
Ich glaube es. Da müssen alle da sein. Ja. Nein. Das ist wieder für Dreckspiel. Jetzt wird der Leber halt der Vivi holen als böse Leiche. Ja. Aber der seltene Schatz hat gefällt, den haben wir vorher gleich am Anfang gehabt. Land mich auch noch auf. Ja, statt dann sammeln. Alter Gott.